Die Armbänder sind zurück und ich habe bei Blizzard eingekauft. Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren kleinen Vlog hier auf meinem Kanal. Wieder wie gewohnt in meinem Büro, in meinem Zimmer, in meinem Gaming Room. Und ich möchte euch heute ein bisschen was zeigen. Wir möchten ein bisschen was unboxen. Ich möchte euch zeigen, was ich gekauft habe, was ich vorhabe. Und ihr seht schon wieder die ersten kleinen Veränderungen, die immer noch nicht final sind. Zuallererst möchte ich sagen, die Armbänder sind zurück, aber ich habe gesagt, die sind limitiert und das sind sie auch. Und zwar ist die Schnalle, die Gravur, wo die Fledermaus ist, ist jetzt ein Peak-Symbol. Und das kann man vorbestellen bis zum 31., also Anfang Dezember werden die ausgeliefert. Ich wollte, dass die Dinger limitiert bleiben für die Leute, die das halt deswegen schnell gekauft haben und so weiter. Ich wollte aber auch, dass noch mehr Leute die Chance haben, das Armband zu haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ändere ich was Minimales, und zwar die Gravur. Da ist jetzt das Peak-Symbol drauf, was natürlich nicht weniger schlecht ist. Und so bleiben die Fledermaus-Armbänder stark limitiert. Im Dezember kommt außerdem noch ein weiteres Armband, was dann wieder komplett anders ist, wo es wieder 50 bis 100 Stück mit der Fledermaus gibt und den Rest mit dem Peak-Symbol. Aber auch mit dem Peak sind es nicht unendlich viele. Ich glaube, es gibt auch davon nur 150 Stück, also schaut mal auf Elbstar vorbei, wenn euch das Ganze interessiert. Schaut meinen letzten Vlog, wenn ihr euch ein bisschen mehr über das Band informieren möchtet. Und ansonsten machen wir jetzt mal weiter. Was hat sich im Raum geändert? Der Gaming Room ist ein bisschen anders geworden. Hier ist mein Hammer von Reinhardt. Ich habe übrigens auch die das BlizzCon-Paket, aber das Unboxing habt ihr schon bei diversen YouTubern gesehen, unter anderem natürlich auch bei Chris von den Peets. Der Hammer ist trotzdem cool. So, was hat sich geändert? Ein bisschen hat sich die Wand geändert und hier steht jetzt mein Laptop. Mein Laptop ist mit dem Fernseher da hinten verbunden. Auf dem Fernseher kann man ein bisschen was drauf anzeigen lassen oder ein Wallpaper laufen lassen, whatever. Daneben steht der Doomhammer, der ist mega geil. Davor liegt König Glane Schwert und hinter mir ist eine Nerfgun, die so aussieht wie das Gewehr vom Soldier von Overwatch. Ziemlich sick. Ja, und ansonsten haben wir da das Whiteboard. Ne, sonst hat sich noch nichts geändert. Es ist immer noch nicht final. Das ist nur ein grober Anfang, weil viele Schränke und Regale jetzt fertig sind. So, jetzt kommen wir zum Unboxing und zu meinen Blizzard-Sachen. Wir haben die neue Wootbox wieder. Die letzte ist noch gar nicht so lange her. Warum? Weil ich die letzte so spät ausgepackt habe. Wir haben aber eine neue. Die Wootbox kennt ihr ja. Link unten in der Videobeschreibung. Das ist da, wo man selber was gewinnen konnte, wenn man den Inhalt postet. Und wir schauen mal rein, was die neue so zu bieten hat. Aha. Vorschau brauchen wir nicht. Das auch nicht. Oh, ziemlich nice. Erstmal wieder fotografiere deine Box, teile den Inhalt und nimm am Gewinnspiel teil. Jetzt habt ihr es schon gesehen, deswegen packen wir es auch zuerst aus. Und zwar gibt es ein Walking Dead Bubblehead. Also eine Vinylfigur aus Walking Dead. Und zwar Carl habe ich. Der gute Carl Grimes. Ich hätte fast gespoilert. Es gäbe auch noch Gabriel, Rosita, Jesus, Negan und Daryl. Negan ist schon dabei, ja. Und die spoilern mit der Karl-Figur nicht. Auf jeden Fall, die Bubbleheads sehen, also die Vinylheads, die Popheads sehen ziemlich cool aus. Carl Grimes, meine Freunde, meine Ladies and Gentlemen. Dann haben wir Wootbox Exclusive. Eine Zombie-Hand. Einfach eine Zombie-Hand. Das eiskalte Händchen. Wir haben etwas Eingepacktes. Oh. Ein Backhandschuh. Wo man in den Ofen raus, also das Backblech rausziehen kann. Oder ein Winterhandschuh. Womit man Schneebälle formen kann. Auf jeden Fall Zombie-Design, eine Zombie-Hand. Alles ziemlich zombie-mäßig. Dann haben wir wieder, und das finde ich ziemlich cool, diesen Wootbox-Pin. Letztens war es ein Diamant aus Zelda. Jetzt ist es Jason Voorhees Maske. Und das Shirt. Wieder mal das Highlight der Box. Obwohl, ich mag die Pop-Hats. Die Pop-Hats sind immer ein Highlight. Und das ist sehr marvelig. Netflix, könnte das Hulk sein? Ist das der Hulk? Das ist der Hulk, oder? Ich habe es immer noch nicht gesehen. Kamera ist ziemlich weit weg. Es ist ein Shirt
von Luke Cage. A Netflix Original Series. Also, das Shirt gefällt mir weniger. Liegt aber auch an diesem Rand auf der Seite hier, dass der so krass abgeschnitten ist. Was ist da los? Was ist da los? Auf jeden Fall, Shirts sind an sich immer okay. Kann man machen. Die Wootbox findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kennt das ganze Prozedere. Und ich packe erstmal wieder kurz ein. Ich habe jetzt Mülleimer hier. Tada! So. Der Backhandschuh. Der Jason Voorhees Pin, der ziemlich cool ist. Das eiskalte Händchen. Und der Bubble Hat mit Carl Grimes, meine Freunde. No Spoilerino von mir. Entschuldigung. So. Box ist wieder eingepackt. Nehmt am Gewinnspiel teil. Das zur Box. Ich habe bei Blizzard eingekauft. Und ihr seht vorne zwei dicke Pakete. Und das Ding hat mich echt überrascht. Das ist das Mahjong-Set von Diablo und von Warcraft. Und der Koffer ist unglaublich schwer. Dazu kommen wir aber gleich. Wenn ich bei Blizzard einkaufe, dann geht die Party ab. Ich liebe Blizzard-Stuff, was ihr auch an dem Doomhammer merken solltet. Jetzt kann ich es endlich mal auspacken. Ein neuer Rucksack für mich. Und das war wirklich wichtig. Das ist eine sehr wichtige Anschaffung. Ich habe sonst immer noch mein Eastpack außer Schule. Jetzt habe ich einen Rucksack von Blizzard. Da könnte vielleicht sogar mein Laptop reinpassen. Auf jeden Fall ganz solide. Blizzard Entertainment, hier sind die ganzen Spiele drauf. Da haben wir Overwatch, Hearthstone und Heroes of the Storm. Auf der anderen Seite ist WoW und also Warcraft und Diablo. Da ist sogar noch ein drittes drauf. StarCraft, natürlich. Der ist ziemlich cool. Weiter geht's. Was habe ich noch gekauft? Ich habe noch, ihr seht es leicht, in der Richtung, da ist noch was versteckt, was viele von euch kennen könnten. Ich habe mir ein Overwatch-Hemd gekauft. Tada! Ein Hemd. Vorne steht Overwatch drauf. Auf der Seite ist das Overwatch-Logo. Und hier sind diese auf den Schultern, diese Militär-Bundeswehr-Dinger. Und ganz cool ist, auf der Rückseite ist nochmal das Overwatch-Logo. Das Hemd ist ziemlich cool. Ich mag Hemden und deswegen das Overwatch-Hemd. Ja? Ziemlich nice. Was habe ich noch? Den Hearthstone. Erstmal hänge ich an ein Klebeding. Ne, eine WoW. Eine WoW. Kapuzenpulli, Jacke. Kapuzenpulli ist es. In beige-braun. Hinten steht Fat Warcraft drauf. Was ziemlich cool ist, ist der Stoff. Also das Ganze hat einen sehr angenehmen Stoff. Zwei unterschiedliche. Und ich mag die Farbkombi. Mal was Helles. Ich trage nie hell. Ich bin gespannt, wie ich darin aussehe. Wie ein Riesenschneemann, glaube ich. Aber mal was Helles. Dann. Ich habe zum Verreisen. Verreisen ist relativ, ja. Aber ich habe eine kleine Reisetasche gekauft. Und zwar, falls wir wieder auf der MTA sind oder auf dem Weg zur Dreamhack nächstes Jahr, wo Klamotten rein können. Eine kleine Reisetasche. Ich kriege sie jetzt nicht ganz entfaltet, wieder mit dem Overwatch-Logo auf beiden Seiten. Schön grau. Finde ich gut. Weiter geht's. Wir haben noch mehr. Ich hol's nur ein. Ein Murky-Schlappen, ein Murky-Hausschuh. Ich mag Hausschuhe, ja. Ich habe einfach irgendwelche bunten Hausschuhe oder so. Und das ist ein Gag gewesen, ja. Die sind hier von Cute and Deadly, oder Cute but Deadly. Und Murky ist cool. Und das Ding hat hier vorne eine Batterie drin. Und immer wenn man läuft, macht es ein Murlock-Geräusch. Ich lasse den mal hier stehen. Und den dann auch. Für euch. So. Für meine Sammlung. Nee, falsch. Soweit sind wir noch gar nicht. Ich habe ihn endlich bekommen.
auf der Gamescom instant ausverkauft am Pressetag. Jetzt endlich wieder im Blizzard-Shop. Der Hearthstone-Humpen. Schön. Sieht sehr holzig aus. Ja. Super cool. Der ist geil. So, wir mussten einen kleinen Cut machen. Der Akku hatte irgendwie Probleme gehabt oder so. Auf jeden Fall ist das Bild weg gewesen und ich habe kein neues mehr bekommen. Alles hat sich ein klein bisschen verschoben, aber im Endeffekt nicht viel. Beim nächsten Mal sieht es wieder anders aus. Auf jeden Fall, der Bierkrug, geile Sache. Den wollte ich schon auf der Gamescom haben. Da habe ich ihn aber nicht bekommen. Was haben wir jetzt noch? Genau, jetzt kommen wir zu diesem kleinen Wunderstück. Und zwar eine neue Popfigur. Und diesmal ist der Soldier 76. Aber nicht der Standard Soldier, sondern mit einem Skin. Das habe ich leider erst später gesehen. Ich hätte gerne den Standard Soldier gehabt. Ist aber jetzt nicht schlimm. Soldier 76 habe ich mir noch geholt. Ihr wisst ja, ich habe ja Winston, Pharah, Widowmaker, Reaper und jetzt auch den Soldier. Leider nicht den Standard Soldier, aber immerhin. So, dann habe ich immer noch die beiden Pakete. Dazu kommen wir später. Das war der, der in dem BlizzCon-Paket drin gewesen ist. Genauso wie der Reinhard Hammer. Der ist auch noch ziemlich cool. Jetzt kommen wir zu was Kleinerem. Und zwar haben wir hier eine kleine WoW-Packung. Und dort ist ein Lederband drin, ein Lederarmband. Ein kleines Lederarmband ist da drin. Neben den Elbster-Armbändern sieht das sehr schön aus. Ja, immer schön an die Elbster-Armbänder denken. Stinkt bestialisch. Leder halt. Kleine WoW-Lederarmbänder. An sich auch sehr cool. Wollte ich haben. Kann ich mir neben das Elbster-Armband hängen. Werdet ihr zu Weihnachten werdet ihr bestimmt nochmal sehen. Da zeige ich euch nämlich das Weihnachtsband. Und jetzt der Mahjong-Kasten. Da ist Mahjong drin und das Ding ist richtig schwer und die Sachen sind aus Glas und mega geil verarbeitet. Das will ich euch eigentlich nochmal extra zeigen. Das macht jetzt einfach keinen Sinn. Vielleicht spielen wir das auch mal brettspielmäßig. Vielleicht gibt es auch einen Stream zu. Wir haben die Möglichkeit. Jetzt habe ich noch was, das seht ihr bereits. Kennt ihr den noch? Den habe ich natürlich nicht von Blizzard, den habe ich aus Toys. Der Pop-Up Pirate. Und wenn dadurch und ich hier streamen, werde ich den Pop-Up Pirate hier hinstellen. Ja, und immer wenn einer subbt, muss einer ein Messer reinstecken. Und wenn der Pirat rausfliegt, muss er was machen. Ich habe keine Ahnung was, lass ich mir noch einfallen. Ist nur ein Gimmick, keine Ahnung, war einfach nur eine Idee. Auch möglich, Looping Louie, ein Riesenhit. Liebe Looping Louie, kann man auch hier aufbauen. Und immer wenn es eine Challenge gibt, wer die erste Coin verliert, ja, der muss irgendwas machen. So, und jetzt habe ich noch gerade eben was bekommen. Deswegen war der Cut gar nicht schlecht. Und zwar ist mein Nintendo Classic Mini angekommen. Da ist der NES drin. In klein, mit 30 Spielen, glaube ich. Ja, 30 Games. Werden wir uns später auch nochmal anschauen. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Post, die ich bekommen habe. Jetzt, weil viele gefragt haben. Mein Headset gibt es nicht mehr zu kaufen. Das ist das Ranger Banshee StarCraft 2 Edition. Das, was ihr jetzt noch kaufen könnt, ist nur die Nachproduktion davon. Die Monitore sind alle von ISO. Hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ihr findet ISO immer unter jedem Video bei mir in der Videobeschreibung. Dort sind beide Monitore verlinkt. Der 27 und der 24 Zoller. Könnt ihr jederzeit nachschauen. Ich kann es nur empfehlen, die ISO-Monitore sind geil, sind aber auch ein bisschen teuer. Das muss man sagen. Dafür ist die Qualität top. Und ich liebe die Monitore. Und wenn man die 24 Zoll, die kann man perfekt nebeneinander stellen. Die haben nämlich keinen Rand. Oder einen minimalen Rand. Könnt ihr euch auch in meinem Video mal anschauen. Dann das Linecast-Gewinnspiel habe ich natürlich letztens in die Videobeschreibung gehabt. Oh, es gibt jetzt was Neues. Und ich glaube, das hat YouTube von mir geklaut. Ich habe euch doch mal erzählt, dass ich gerne Kommentare, dass ich euch irgendwie bemerkbar machen möchte, dass ich die Kommentare gelesen habe, aber nicht immer drunter schreiben will, habe ich gelesen oder so. Dann steht das da 100 Mal. Es gibt nun diese Möglichkeit. Und zwar mit so einem, mit einem Herz. Man kann jetzt ein Herz markieren, dann kriegt ihr die Benachrichtigung, hey, ich habe euren Kommentar gelesen. Und dafür müsstet ihr neben dem Abonnieren die Glocke anklicken und Benachrichtigungen zulassen. Dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit auf dem Kanal. Also wenn ihr bei mir unter einem Video schaut, steht da ja Kanal abonnieren, habt ihr ja hoffentlich schon. Und daneben steht eine Glocke.
Und da müsst ihr Benachrichtigungen zulassen. Und dann kriegt ihr alles mit, was ich schreibe oder so. Und da könnt ihr dann auch mitbekommen, wenn ich euren Kommentar gelesen habe. So muss ich nicht immer drunter schreiben, ja, habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen. Sondern kann jetzt öfter mal dieses Herzchen drücken. Wir werden das mal versuchen. Ich werde das ab und zu mal versuchen. Also ich werde das mal machen und hoffentlich klappt das. So viel auf jeden Fall zu meinem Unboxing und meinem kleinen Update. Ist natürlich immer noch nicht fertig. Kommt aber alles noch und ich hoffe, dass es euch trotzdem soweit schon mal gefallen hat. Wir schauen jetzt natürlich noch mal kurz in Shakes rein, das machen wir ja immer so. Ansonsten vielen Dank, dass ihr beim Unboxing dabei wart. Gönnt euch die Armbänder, die sind mega nice. Es gibt auch wieder nur limitiert zum Vorbestellen welche, die werden Anfang Dezember geliefert. Ist streng limitiert wieder und im Dezember kommt dann das für Weihnachten wieder mit 50 Fledermaus-Armbändern und sonst mit dem Peak-Symbol. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. So, wir sind wieder ein bisschen in Shakes and Fidget angekommen. International Welt 11. Ihr kennt das ganze produktplatziertes Projekt. Und jetzt kann ich nochmal in Ruhe über alles reden. Gerade war das ja sehr hektisch. Das lag daran, dass mein Akku von der Kamera fast leer war und ich mich ein klein bisschen beeilen musste. Bei Shakes and Fidget ist ja der neue Patch rausgekommen mit dem zweiten Dungeon in der Schattenwelt, der Turm mit den 1000 Ebenen. Genauso wie man hier sehen kann, die Treibsanduhr der Ungeduld, womit man jetzt auch Abenteuer überspringen könnte, wenn ich das denn möchte. Ich weiß, dass der Schilling ab und zu reinguckt, der Spieletrend, der kennt sich aus mit dem Game. Grüße gehen raus. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Der kennt sich mit Shake sehr gut aus und der spielt allgemein sehr gerne die Free-to-Play-Spiele und hält euch da auf dem Laufenden. Das mache ich auch, aber nur so ein bisschen beiläufig und er macht das so hauptsächlich. Also ziemlich cool auf jeden Fall. Einfach mal so ein paar Shoutouts. Jetzt, das Armband, worüber ich ja geredet habe. Ich möchte, wie gesagt, dass es weiterhin exklusiv bleibt. Also die Fledermaus ist immer so das Early-Bird-Armband, ja, und dann mit dem Peak-Symbol, damit alle noch die Chance haben, das Armband zu bekommen. Die Armbänder sind super cool und sind halt ein bisschen, ja, die geben mehr Spielraum. Sie sind nicht direkt Merch, also man erkennt es nicht direkt als Merchandise, sondern es ist einfach ein cooles Armband und kostet halt 12, 13 Euro. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Deswegen, wer da Interesse hat oder wer sowas auch cool findet, schnappt euch die Dinger, solange sie noch da sind. Es gibt immer nur 200 Stück. Das klingt erstmal ganz viel, aber ich glaube, ich habe das selber ein bisschen überschätzt. Die waren instant weg. Als ich letztens 50 angeboten hatte, dachte ich, ja, okay, die werden wir nicht los. Und die waren innerhalb von 30 Minuten waren die weg, ja. Da ging das ruckzuck. Genauso wie die College-Jacken. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt schon eine College-Jacke gekauft haben. Ich freue mich sehr auf den Dezember und ich freue mich auch sehr auf die Gewinnspiele. Ich werde ein Headset werde ich heute an einen Kommentar verlosen, also vom letzten Mal schon, also keine Angst. Ich werde einfach einen raussuchen und anschreiben, damit ein Headset schon mal weg ist. Dann das nächste Headset, das werde ich dann hier im Kommentar einfach raussuchen und schauen, dass es dann rauskommt, dass es vielleicht sogar noch im Dezember bei dem einen oder anderen ankommt. Und da so viele Leute mitgemacht haben von euch und da ihr so aktiv dabei seid, werde ich schauen, dass ich selber noch was irgendwie kaufen sollte. Die habe ich ja von Shakes bekommen, die Bücher und die Headsets und dass ich vielleicht selbst einfach noch 3-4 Headsets kaufe und die dann auch noch verlosen kann. Da muss ich aber mal schauen. Ich möchte im Dezember möchte ich wirklich viel raushauen und deswegen bleibe ich da auch noch dran. Ja, was hatten wir noch? Ich habe viel angeboxt wieder, ich habe wieder viel gezeigt, ich habe viel gekauft, ich bin das Geld, was ich verdiene, gebe ich auch sehr gerne wieder aus, das muss ich ehrlich sagen, aber ich mag so ein Starve. Ich bin, also was Blizzard angeht, die machen cooles Merch, da kaufe ich selber immer sehr, sehr gerne, deswegen gibt es auch so viele Unboxings. Das meiste ist gar nicht irgendwie gestellt gewesen. Zum Beispiel den Nintendo Mini Classic. Den habe ich auch selber gekauft. Sehr viele Leute haben den von Nintendo geschickt bekommen. Ich habe ihn gekauft. Gerade auch bei Collector's Editions hatte ich jetzt dieses Jahr ein bisschen Glück gehabt. Aber alles in allem kaufe ich mir die auch immer selber. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ja, ich finde, ich bin Sammler, ich bin Gamer. Deswegen geht mein den ganzen Einnahmen, die ich habe, eigentlich auch wieder fürs Gaming irgendwo raus. Sei es jetzt Hardware, Software, Veranstaltungen. Ja, an sich hat alles bei mir mit Gaming zu tun. Ja, das Zimmer, ihr habt wieder ein kleines Update gesehen. Natürlich immer noch nicht fertig. Es geht hier Schlag auf Schlag. Es dauert alles ein klein bisschen. Ja, das auch noch. Und ansonsten die Wootbox habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, ich war ein bisschen in Eile gewesen.
Die Mahjong-Sets von Blizzard sind so sick. Der Karton ist so schwer. Da drin ist jeder Stein aus Glas und mega detailliert und so. Ich würde euch das gerne mal zeigen. Ich hoffe, dass ich da dieses Jahr auch noch zu kommen und wir da vielleicht noch was zusammen spielen können. Ansonsten fettes, fettes Dankeschön für eure Unterstützung. Auch das letzte Video ging ja mega durch die Decke. Auch hier könnt ihr gerne wieder einen Kommentar da lassen. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Am meisten freut es mich, dass die Leute, die Merch gekauft haben, Bilder schicken und glücklich sind. Also Betonung auf das Letzte, dass die Leute sich freuen und sagen, die Jacke ist mega cool und so weiter. Ich habe bis jetzt jedes Bild, jeden Tweet gespeichert und freue mich im Dezember, die alle zeigen zu können. Und wie gesagt, also gönnt euch die Armbänder, wenn ihr sowas cool findet, ja, vor allem, weil es halt in der Hinsicht super schlicht ist, es ist nicht direkt als Merch erkennbar, oder wenn ihr die Jacken geil findet, die qualitativ echt super sind, genau wie die Armbänder, gönnt euch auch gerne eine Jacke mit eurem Nickname und einer Wunschzahl, sei es jetzt auch über 24, ihr kommt trotzdem als Bonus in den Adventskalender. An der Zahl soll es jetzt nicht liegen, das war von mir nur eine Idee gewesen, ich hoffe, wir kriegen es voll, wer unbedingt eine Zahl über 24 haben will, soll daran jetzt nicht scheitern und irgendwie eine Zahl nehmen, die er nicht möchte. Ich kann es, wie gesagt, nur wiederholen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wieder ein schönes Jahr, was jetzt langsam zu Ende geht. Es ist noch nicht vorbei. Dezember kommt erst noch. Aber Dezember wird fett. Es haben so viele Leute einen Kommentar geschrieben und es ist immer so ein bisschen schade. Ich kann halt nur einem das Headset geben. Ich freue mich auch für den einen und ich hoffe, er freut sich halt auch. Aber dann sind halt wieder so viele Leute halt da, die nicht gewonnen haben. Und ich weiß, es ist so und man kann auch da nichts machen. Aber deswegen, dann setze ich wenigstens die Chance noch minimal höher und kaufe selbst noch 2-3 Headsets und hau die dann irgendwie raus. Ich habe leider noch keine wirkliche Art gefunden, das zu machen. Ich will auch nicht irgendwie in einem random Org ein Video das Ganze machen. Also ich meine jetzt nicht ein Video, wo ich dann den Gewinner rauslose. Dann gibt es natürlich auch Leute, die da wieder drunter schreiben, ja, ich gewinne ja eh nie. Das ist natürlich so und ich kann das auch verstehen und ein bisschen Frust kommt auf und alles Mögliche. Momentan schreibe ich die Leute einfach an. Wenn sie mir antworten innerhalb von ein paar Tagen, ist gut. Wenn sie mir nicht antworten, schreibe ich den nächsten an, bis halt einer antwortet. Das Problem ist, in der Hinsicht, das ist zwar alles ganz cool und persönlich und so weiter, aber die Skeptiker, die sehen das nicht. Und das ist natürlich auch wieder schade. Und ich bin jemand, ich möchte das nicht. Ich könnte damit selber, ne, also als Beispiel jetzt ganz groß, es gibt Leute, die verlosen was und verschenken sich. Das hatten wir sogar bei sehr, sehr großen YouTubern schon und das ist auch rausgekommen. Aber ich könnte das nicht. Stellt euch mal vor, ich würde den Nintendo Mini Classic, den ich mir jetzt gekauft habe, den hätte ich jetzt von Nintendo bekommen und Nintendo hat mir den nur gegeben, damit ich den verlose. Dann würde ich... Ich würde mir so schwer tun und ich könnte das nicht, darüber ein Video zu machen. Ja, ich verlose Nintendo Mini Classic und ziehe einfach keinen Gewinner und sag das nicht und behalte den für mich selber. Das, dann wäre das nicht meiner. Versteht ihr, was ich meine? Dann wäre es nicht mein Nintendo Mini Classic. Ich wüsste immer, warum ich den habe und wie ich an den rangekommen bin und das ist Kacke. Und deswegen... auch wenn ich das irgendwie nie so oft an die große Glocke hänge, ne, es wird immer einen Gewinner geben und weil ich damit selber nicht umgehen könnte. Und ich selber brauche es auch nicht. Was will ich mit den 3 Headsets, ja? Ich habe mein Headset, das phänomenale Ultra-Headset, die sind auch gut, ja? Die sind auch gut. Aber ich habe das phänomenale Ultra-Headset und ich will dann, es ist doch geiler, dass sich wer anderes darüber freuen kann und dass andere damit Spaß haben und es vielleicht gebrauchen können. Bei Weihnachten, das habe ich euch, wer mein Video schon seit einem Jahr verfolgt, der weiß, ich liebe es, an Weihnachten Geschenke zu machen. Also bei uns, guckt mal auf Instagram letztes Jahr, Instagram/Dalukart oder halt unter der Videobeschreibung, schaut mal letztes Jahr, wie unser Weihnachtsbaum aussah, ja. Ich habe da sehr viele Geschenke selber drunter getan, weil ich liebe das, wenn andere Leute das auspacken und sich freuen. Und genauso ist es bei mir auch. Natürlich liebe ich es auch, Sachen zu bekommen und so weiter, aber das gehört, das ist ja alles klar. Aber das sollte ich nur mal klargestellt haben. Wir gewinnen immer. Und fette Props noch am Ende gehen raus an Relix. Ja, und wer das letzte Gambling-Video gesehen hatte, da habe ich einen Gewinnerkommentar gezogen von Relix, der da geschrieben hat, der wurde ausgelost und der hat mich auf Twitter angeschrieben, beziehungsweise mich hat jemand auf Twitter angeschrieben, hey Dalukart, ich glaube, ich habe gewonnen. Dann habe ich geschrieben, hey, ist das dein Account? Also wir haben erstmal versucht, oberflächlich zu verifizieren. Dann guck nochmal das Video, bei Stelle 3 Minuten 22 blende ich den Kommentar ein, ist das dein YouTube-Account? Und dann hat er hieß Relix und der Gewinner hieß Relix, also auf Twitter Relix, YouTube Relix, hätte sein können, dass es trotzdem dasselbe ist, ja, Twitter und YouTube muss ja nicht gleich heißen, und dann hat er geschrieben, oh sorry, habe ich mich vertan, das bin ich nicht, und das finde ich echt krass, also vielen Dank für die Ehrlichkeit an der Stelle, Relix,
Das werde ich auch nicht vergessen, habe ich mir notiert. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück. Ansonsten, ich gebe dem Relix jetzt noch kurz Zeit, mir natürlich zu antworten. Natürlich. Und ansonsten werden wir beim nächsten Gambling-Auflösungsvideo halt dann zwei Gewinner ziehen und einer bekommt das Falcon Knife. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Das ist halt immer das Problem, wenn man das halt so, ich sag mal, in Anführungsstrichen öffentlich macht und die Person antwortet dann nicht. Dann ist das ist immer ein super Schwung und das zieht sich und streckt sich und deswegen ist es einfacher, Leute anzuschreiben und warten, bis sie antworten. Auf jeden Fall das nochmal für... Oh, ich habe jetzt schon wieder... Ich habe lange gelabert, ich will euch auch gar nicht lange aufhalten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank für eure fette Unterstützung und für jetzt schon dieses schöne Jahr, was ich mit euch hatte und bis zum nächsten Mal.